So, jetzt Frau. Ja, also wir hatten das letzte Mal über den Wasserstoff gesprochen und da hast du mir den Mal deine Vor. Kamera wieder hoch, dass dein Kopf ganz drauf ist. So, jetzt. So. Und da hast du mir erzählt, wie das Knallgas entsteht. Ne? Du hast mir den ganzen Vorgang erzählt, habe ich natürlich im Explorer nachgeguckt, KN, die Basis. Stimmt zufällig, oder? Wie ich es erzählt habe. Ja. Ja, meine Frage ist jetzt, Wasser und Salz. Ich muss ja in das Wasser, kommt ja etwas Salz rein. Ja, nicht unbedingt Salz, das Wasser, wenn du jetzt Osmosewasser nimmst. Ja. Das Phänomen, das Prinzip, dass Wasser aus Wasser und Sauerstoff besteht, jetzt ausgedachterweise, man muss das Symbol verstehen, dieses H2O. Diese klassisches Aufspalten mit Muss man lauter Elektrizität, machen. mit fließendem Strom, Ja. funktioniert ja nur, wenn das Wasser leitend ist. Wenn das ein ganz reines Wasser ist, leitet es ja nicht. Ja, das ist richtig. Und darum sage ich immer, muss irgendwas ein bisschen ein Mineral drin sein, dass das leitend ist. Okay. Dann Also entsteht praktisch dieses Aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. okay. Und Würde das. beides, um das nochmal Entschuldigung. genauer zu sagen, das kann man also hier ganz leicht selber ausprobieren. Ja. Ich erkläre das nochmal für einen, der es nicht weiß. Du nimmst irgendwie, ich sage mal, dass man es zuschauen können, ein Aquarium. Dann Ja. nimmst du in das Aquarium zwei Reagenzgläser, die hältst du unter Wasser, dass die voll Wasser sind, stellst die zwei Reagenzgläser auf den Kopf in den Wasserbehälter, nimmst eine Autobatterie oder Batterie, tust zwei Kabel rein, kleine Spitze abisolieren und tust die unter diese zwei Reagenzgläser, die oben voller Wasser zu sind. Und dann wirst du feststellen, dass Bläschen aufsteigen nach einer gewissen Zeit und das aufsteigende Gas sammelt sich dann oben in diese umgestülpten Reagenzgläser, die unter Wasser sind. Ja. Und dann nach einiger Zeit siehst du, dass in einem Glas doppelt so viel drin ist wie im anderen Glas. Und da weißt du, das mit dem doppelt so viel ist der Sauerstoff, der Wasserstoff und das andere ist Hydrogenium. der Sauerstoff. Und wenn du die jetzt unter Wasser, diese beiden Gläser, praktisch das eine Reagenzglas nimmst, dass das Gas in das zweite mit reingeht, das ist dann Knallgas, nennen wir das. Ja. Das ist sehr beeindruckend, wenn man das raustut. Das ist ja leichter in der Regel, dieses Gemisch ist leichter wie unsere Luft. Jetzt normale, ausgedachte Physik, in der du drin hängst. Und du tust dann eine Kerzenflamme und du tust das Glas so drehen und dann tut es einen Knall und es verpufft vollkommen rückstandslos. Das Ja. ist Knallgas. Wasser ist eigentlich reine Energie. Und ich Ja. sage immer, El Hayom, Gott, das Meer ist diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann im Ja. Symbol. Ja. Jetzt kommst du mit am Salz. Ja, also nur Wasser und Salz würde das ja nicht erzeugen. Also Mit Salz hat das nichts zu tun. gar Das nicht, hat ist mit Salz rein jetzt und nichts zu tun. die chemische Vorstellung von Wasser. Ja. Aber was jetzt der Witz ist, dass wir von Symbolen reden. Ja. Dass ich immer wieder darauf hinweisen, du, das Wesentliche, was dich jetzt gar nicht interessieren muss, du kannst so unendlich viel Wissen, ich sage jetzt ganz bewusst metaphorisches Wissen aufrufen. Und du Ja. narrst dich immer, wenn du hier dich wieder verlierst in deiner Welt der Vorstellungen. Du Richtig. musst jetzt erst einmal die Frage stellen, was ist eigentlich mächtiger? Ein Gedanke oder der Denker? Der sich das ausdenkt, ist klar. Und Der jetzt ist Geist, der es sich ganz, ausdenkt. ganz wichtig, dass du feststellst, dass von dir aus gesehen der Denker genauso was Ausgedachtes ist, wie der Gedanke, den du diesen Denker zusprichst. Richtig. Ja. Holo Feeling ist im Ansatz komplett anders. Alles, was du jetzt nachschaust im Internet, das ist das, was du selbst aus dir herausholst und dir immer noch raumzeitlich unabhängig von dir vorstellst, das ist schon die Falle. Das ist klar. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass du irgendwann dich einmal davon löst, dass dieses Spiel, das wir zurzeit spielen, auf dieser Brösel-Ebene, dass es überhaupt nicht um die Erscheinungen geht. Nein, oder das ist mir Dass ich bewusst, immer ich bin wieder reiner sage, Geist. bei den Märchen geht es nicht um die Märchenfiguren, um Nee. diese Geschichten, sondern um die Weisheit, die Metaphern, der Lernprozess, der im Hintergrund steht. Ja, das ist richtig. Aber da habe ich jetzt noch mal, wir hatten es in dem Gespräch auch darüber gesprochen, dass du zu mir gesagt hast, du musst jetzt eine feine Antenne für das Fühlen bekommen. Und das merke ich jetzt auch, mich in den anderen hineinzufühlen. Also diese Wahrnehmung des Fühlens ist für mich ganz wichtig geworden. Nicht einfach vom Kopf, sondern den anderen wirklich wahrzunehmen und zu fühlen in meinem Ja, aber Herzen. was nimmst du eigentlich wahr? Was ist der Ja, das, andere was ich Helga? sehe, fühle ich.
Was ist der andere? Das sind doch schon wieder Interpretationen von Bildern. richtig. Da hängt doch schon wieder voll dein Interpretationssystem drin. Da hast du Das recht, ist ja. immer wieder, du siehst ein Bild und du sagst, der hat Schmerzen oder der freut sich. Ja, Aber verstehe das ich. ist Ja, doch wieder eine Interpretation eines Bildes. Du verstanden. musst es sehr stark abstrakt sehen, dass du wirklich in der Welt deines Glaubens und deiner Interpretationen lebst. Ja, das ist Diese wunderbar. einfachen Aussagen, dein Intellekt ist ein Konstrukt, Wäre und Interpretationssystem. Ich sage immer wieder, setz dich als Computer und du bist schlichtweg und einfach dieser Computer und alles, was in dir in Erscheinung tritt, was du Geist siehst, ist natürlich jetzt doof, weil der Computer müsste sich ja dann selber sehen. Aber jetzt musst du wissen, dass wenn der Computer auf dem Bildschirm auftaucht, dieser Computer ist nicht der Computer, von dem ich jetzt rede. Das ist genauso, wenn du jetzt dieser Mech-Chef, dieser Rechnungsführer bist. Das Ja. ist das hebräische Wort. Ich spreche das jetzt absichtlich einmal Mech-Chef auf. Das der Rechnungsführer, Mech-Sheba, sind dann die Gedanken, die du hast. Die hängen unter dem Baum zusammen. Der Denker hängt unter dem Ja. Baum mit seinen Gedanken zusammen, so wie ich immer die einfache, der immer ist, rot geschrieben, hängt unter dem Baum mit seinen Wellen zusammen. So ist es. Du lebst in einem Wahnsystem, wenn du glaubst, du hättest mit dem, was du denkst, Oder das. nichts zu tun. Das, wenn du das wirklich verstanden Ja. hast und du wirst, wenn du den Doppelschritt gehst, wie ich das nenne, eigentlich ist es ja ein Dreifachschritt, weil wir immer noch mal eins in einen undenkbaren Bereich rein müssen. Wenn du den gehst und wertfrei schauen kannst, wirst du feststellen, wie du dich ständig selber narrst. Ja. Drum ist es ein intimes Spiel. Es geht nicht um die Menschheit da außen, um die Welt. Wo war jetzt die ganze Zeit die Menschheit? Ein nicht gedachter Gedanke. Nicht Jetzt gedacht. frag dich wirklich, fällst du immer wieder auf dieses Geschwätz deiner Logik, deiner anerzogenen Logik rein? Ja, obwohl ich das weiß, dass ich ja da Das denke, ist, ich. du kannst aufmachen, pass auf, ich mache mal schnell ein Video. Ich mache ganz kurz mal ein schnelles Video und weil das gerade laufen ist, das müsste ich noch dran haben, da mache ich einmal mit Audioton dahin. Okay, pass auf, ich lasse das ganz kurz laufen. Ja, das habe ich mir angehört. Nämlich verstehen. Moment, Moment, hör zu. Wir müssen nämlich verstehen, dass sowohl Wirtschaft wie auch Recht, nebenher auch Pädagogik, Politologie, leider auch Ethik, als normative Wissenschaften in Wirklichkeit keine wirklichen Wissenschaften sind. Sie sind Wissenschaften nur dem Namen nach, es sind in Wahrheit aber ideologische Glaubenssysteme, auf die die Menschen in unserer Gesellschaft sozialisiert und damit emotional verpflichtet wurden. Es geht noch einen Schritt weiter, Helga. Es ist auch die Naturwissenschaft, die Ja. Chemie, die Biologie ist keine Wissenschaft. Es gilt das komplette dasselbe. Ja. Es sind einfach nur Denkmodelle, Absolut. Denksysteme. Und ich sage immer wieder, all dieses Zeug, wenn wir hier unseren Lesch zum Beispiel nehmen, wenn der über Corona philosophiert, mit einer immer, alle halten sich an der Wissenschaft fest. Es ist Selbstentmächtigung, weil raumzeitlich, chronologisch gedacht, die Wissenschaft nicht der Wirklichkeit entspricht. Es sind Vorstellungsmodelle, die sich nur einer denken kann, der prinzipiell so programmiert wurde. Ja. Pass auf, was jetzt natürlich interessant ist, ich habe jetzt das eingestattet bei 335 Minuten, Sekunden, Entschuldigung. Siehst du das da oben? Das Video. Ich habe das bei 335 Ja, Sekunden eingestattet. Machen wir ja. doch einfach einmal, machen wir doch einfach einmal das Spiel. Moment, muss man ein bisschen kippen. Siehst du mich noch? Ja. Ja, einmal frei, das passt schon. Geh mal 335 hier ein, das ist der Startpunkt. Ja. Zoom das einmal hier jetzt ganz einfach als äußeren Wert. Okay, sie angeboren, angeheftet, immanent, innewohnend, materiell vererbt. Das ist immer asymmetrisch, Ja. einseitig. Dieses Ja. ganze Denken ist asymmetrisch, Ja, das einseitig. ist. Dadurch lebst du in der Finsternis, in der Ja. Dunkelheit, weil du von der eigentlichen Helle, von dem Licht nichts weißt. Wenn du wieder meinst, das ist Zufall, glaub es mir, es ist kein Zufall. Nein, das sowieso Ich nicht. sage Nee. immer wieder, wie viele Beweise muss ich eigentlich noch Nein. geben, dass den du jetzt sprechen hörst, durch einen Lautsprecher, dass ich der bin, der ich bin. Es geht nicht um den Udo, den du dir ausdenkst. Der Udo, den du Sowieso dir nicht. ausdenkst, ist ein Gedanke von dir. Habe ich dich nicht gefragt, wer ist mächtiger? Ja. Der Denker oder das Ausgedachte? Jetzt musst du nur begreifen, dass dieser Denker, den wir uns denken, der sich den Udo ausdenkt, auch was Auch Ausgedachtes was Ausgedachtes ist, Du ja. bist doch Ich jetzt habe der schon. Denker, der sich den Udo ausdenkt. So ist Jetzt kommt es. der Graphologe, der Sprachforscher. Ja. Jetzt kommen die Wälder, das Dickicht. Ob es dich trifft, ob es dir begegnet, hängt davon ab, ob du auf mich hörst oder ob du nicht auf mich hörst. Merkst du, das ist ein Klartext? Ich lasse das nochmal laufen. Jetzt kommt das Beißen der Schlange. Das ist diese
Die Schlange symbolisiert immer, wir haben zwei Schlangen. Wir haben den Anoki, denk an den Mose-Film. Die Schlangen des Pharaos, die sich am Boden schlängeln, dahin bewegen, und die, der Stab, der aufrechte Anoki-Stab von dem Mose, den er dann hinschmeißt und die anderen zwei Schlangen aufrisst. Ja. Das ist das Höllenfeuer. Ja. Du kommst in eine Enge, in ein Bedrängnis. Okay, abwenden, verweigern. Verweigerst du dich oder spielst du das Spiel weiter? Du bist in einem Sturm. Immer dran denken, S-T-U-R. Stur heißt wild, widerlegt, ungeordnet. Das M am Ende, wenn wir das hebraisieren, heißt ihr in Bezug auf Geistesfunk, ihr wildes, widerlegtes. Magst du dich zu einem Enuchen, zu einem kastrierten Geist? Ja. Weißt du, das sind lauter solche Kleinigkeiten. Das ist, da ist eine Matrix im Hintergrund. Ja, ja, das ist, ich kann das nicht oft genug sagen. Ja, ja, das ist so. Und das musst du nicht wissen. Mir geht es, dass du dir zuerst einmal klar machst, ich sage immer wieder, ich erkläre dir, was du bist. Du stehst eins vor dem, was du dir ausdenkst. So, und du hast dich komplett entgeistigt durch diesen Glauben. Das ist eine Prüfung, den konntest du dir nicht raussuchen. Und du wirst dich immer wieder narren, wenn du diese Sachen ansteuerst. Du hast ja nach wie vor, wenn du ins Internet gehst, wenn du jetzt Zeit, wenn du suchst, du hast immer deine Interessen. Die wiederum hängen davon ab, welches Programm in dir läuft. Ja. Als Helga hast du ein komplett anderes Interessensfeld wie irgendein anderer Brösel. Ja. Aber der Brösel, den du darstellst, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, ist ja nur wiederum ein Buch in unserem Bücherregal. Also vergiss irgendwann einmal das intellektuelle Wissen. Du musst das da mal installiert haben, was du bist. Du bist das Einzige, was immer ist. Du, meine ich, den, der sich alles ausdenkt. Alles. Das ist so. Und dich selbst kannst du nicht denken, ohne dich zu einer Facette von dir selbst zu machen. Ja, oder das ist. Das alles ist, andere ist so. Hirnwichse, wie ich das als Bruder sage. Ja, richtig. Das ist, du kannst auch nicht mehr kommunizieren mit deinen Mitmenschen, außer du hast eine Handvoll Leute, die sich auch mit Holofilien beschäftigen. Das ist sehr schwierig geworden. Ich sehe das bei der Nele. Man ist immer wieder dabei, sobald man in diese Verbindung der Familie kommt, ob das die Frau, der Mann, der Bruder, die Eltern sind, und man beißt auf Granit im wahrsten Sinne des Wortes. Breit ist der Weg der Masse. Ja. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du musst apathisch werden. Ja, bin ich schon dabei. Ja, es ist so. Aber ich muss ja trotzdem, wenn, ich sag mal, gerade im Fall von der Nele, die ruft mich ja immer wieder an. Mache ich auch, hat mich auch angerufen. Dann, du weißt, wie ich dann damit spreche. Es sind unreife Geister und die werden auch, wenn es so sein soll, dahin geführt, aber nicht diese Figur, die du dir ausdenkst. Ja, so ist es. Es ist so schwer zu verstehen, dass ich sage, deine momentane Art und Weise, an ein Menschenleben zu denken, an einen Menschen zu denken, wo ich immer wieder sage, ein Mensch ist ein ganzes Leben. Ein Körper ist nur eine Facette aus diesem Leben. Und da muss dir klar sein, der Säugling muss sich vollkommen auflösen, wenn er zu einem Schulkind wird. Ja, vor was hast du Angst? Ne, habe ich keine Angst. Dass sich dein Körper auflöst, weißt du, wie viele tausende Mal ich das gesagt habe, begreif doch, der Körper existiert doch schon einmal, wenn du nicht an ihn denkst. Ja. Und da trennt sich jetzt die Spreu vom Weisen. Hast du den Geist, das zu akzeptieren? Ich gehe ein Stück weiter, ich sage, das zu erkennen. Weil erkennen kann nur Geist, Figuren in deinem Traum, Gedanken. Ich sage immer wieder, ob du etwas Körper, Mensch, Gedanken nennst, das spielt keine Rolle, es sind vergängliche Erscheinungen. Es gibt nichts, was existiert, was in dir in Erscheinung tritt, was in irgendeiner Form überleben könnte, weil es mit dem nächsten Gedanken schon zerstört wird. Das ist das Einzige, was du wissen musst, was für dich hundertprozentig sicher sein muss, weil du das jetzt erkannt hast. Ja, das habe ich auch. Solange du das nicht akzeptierst oder immer wieder vergisst, wirst du leiden. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Punkt. Ich sage das mit einer absoluten Bestimmtheit. Nicht, weil dich irgendeiner straft, sondern weil du uneinsichtig bist. Aber jetzt, Udo, muss ich nochmal die Frage stellen. Du stellst, die Nele ruft mich am Tag, die ruft mich nachts an, weil sie ja die Probleme hat. Da muss ich ja vor meinem Programm her mit ihr kommunizieren. Ja, ganz normal. Erkläre ihr Holo-Feeling. Mache ich auch. Aber mach dir bewusst, dass es wirklich sinnlos ist. Ja, das habe ich mir schon gesagt. Die ruft ja den Udo auch an. Und ich sage dann immer wieder dasselbe Beispiel. Ganz simple, kindgerechte Beispiele. Ich sage, du könntest das prinzipiell verstehen,
Der Geist hinter der jungen Maske. Du bist ja dein ganzes Leben derselbe Geist. Ja, ja, ist klar. Es hat ja auch einmal eine 21-jährige Helga gegeben. Klar. So, und jetzt blätter mal in deinem Buch zurück, wie gescheit ich war. Das ist so. Wie siehst du das jetzt? Ja. Jetzt nochmal. Ich wiederhole das nochmal. Mach dir das bewusst. Wir gehen einmal von der Nele jetzt aus. Wir sagen, die ist 2021. Und ich sage dann ganz, ganz einfach, Nele, du denkst jetzt einfach, ein 6-jähriges Kind, das in die Schule kommt. Was für ein Wissen sprichst du dem Kind zu? Eigentlich überhaupt keins. Das ist dumm, das kann er nicht einmal lesen und schreiben. Ja, das ist. Ich sage, du bist jetzt 13, 14 Jahre älter. Schau mal, was jetzt passiert ist. Das war ja schon, wie sie 18 war, wenn du als 18-Jähriger, wenn du dir einen 6-, 7-Jährigen vorstellst. Ich sage jetzt, mach dir bewusst, wenn du wieder 13 Jahre älter bist und du dein Geist reift, wirst du einen 20-Jährigen als 33-Jähriger, ist ein 20-Jähriger für dich ein Depp? Mehr oder weniger? Und ich sage, das kannst du immer wieder, normal passiert es diese berühmten 7 Jahre, wo dieser Wechsel kommt. Du kannst nicht von unten nach oben sehen. Und jetzt ist diese Demut, die ich angesprochen habe, es ist ein Akt der Demut, das zu akzeptieren. Das Prinzip kann auch ein 20-Jähriger verstehen. Ja. Ich fange ja immer bei dem 6-Jährigen an, der sagt, ich bin ja der, ein kleines Brüderchen bekommt. Ich lerne ja schon lesen und schreiben. Der macht ja noch in die Windeln. Merkst du, das ändert sich nicht. Dann habe ich den 14-Jährigen, der in die Pubertät kommt, der langsam sich anfängt, für das andere Geschlecht zu interessieren. Der sagt, der kann ja noch nicht mal lesen und schreiben, 7 Jahre länger. Dann bin ich 21 und heirate und denke an den 14-Jährigen. Ich sage, wie doof ist denn die? Das ist doch ein Kind. Als 21-Jährige, diese Arroganz, diese Vermessenheit auf ein Wissen, wenn du das Gesicht siehst, ich erspare mir jetzt unseren Lesch reinzuspielen, wenn er über Corona philosophiert und dann wieder herzieht über die Verschwörungstheoretiker. Wir Wissenschaftler wissen ja, das hämische Gesicht, das ich jetzt interpretiere, ich sage immer Mikromimik, hat übrigens auch 2 Seiten. Ja. Erinnere dich am Anfang des Gesprächs, habe ich ganz klipp und klar gesagt, du interpretierst Bilder. Ja, jetzt verweise ich dich wieder, such den Bayreuth-Vortrag, glaube ich, 2001. Ja, den habe ich, ja. Was sage ich da? Wenn du den Eindruck hast, das Pixelmännchen, das du jetzt siehst, dass ich für was bin oder gegen was bin, weil du meine Physiognomie oder meine Rhetorik deutest, meine Art und Weise zu sprechen, kann ich ja das sagen, der ist dafür oder dagegen. Sag ich, es ist eine reine Interpretation von Bildern. Ja. Ich innerlich bin vollkommen wertfrei. Ich spiele mit dir bloß. Ja. Was aber jetzt nicht heißt, dass das dann nicht stimmt. Das ist doch schon wieder die Kategorie 2. Ja, so ist es. Das ist die Eigenart. Ja. Weil es kann stimmen, aber es kann nicht stimmen. Ich kann ja schauspielen. Ja, das war wahr. Ja. Weißt du, du kannst alles aus dem Zusammenhang gelesen lesen, wenn ich das vorher und das nachher nicht kenne. Das ist einmal, zuerst einmal die Mikromimik lesen können, ist sehr wichtig. Aber du musst immer wissen, die Figur, wo du die Mikromimik liest, von den Emotionen her gesehen, wenn du das lesen kannst, dass diese ausgedachte Figur diese Emotionen nicht hat. Ja, das ist. Weil Gedanken keine Gefühle haben. Ja. Das ist die Lösung dazu. Ja, das stimmt. Ja. Kann ein Gedanke von dir, den du denkst, anders sein, wie du in dir denkst? Kann nicht. Es ist ganz simpel. Und egal, was du denkst, jetzt könnte ich wieder mein 100-fach zitiertes Beispiel über die Politikernamen, die du liest, wo du ganz klare Vorstellungen hast, was die Guten und was die Bösen sind. Du hast noch niemand mit irgendeinem dieser Menschen gesprochen. Du hast dir aus einem Sammelsurium von Möglichkeiten, jetzt kommt wieder der Satz, egal welche Seite du mir zeigst, ich zeige dir 1000 Seiten, wo es Gegenteil behauptet wird. Du bist durch dein stochastisches Denken in eine Richtung fokussiert. Aber Udo, ich bin mir bewusst, dass ich das akzeptiere, dass ich mit ihr ausdenke. Wir haben übrigens, mir kommt gerade in dem Sinn, dieser Wert 335 ist auch der Wert für Gomorra. Ja. Kannst du nachschauen. Gomorra. Und Gomorra, diese Sodom und Gomorra, ich habe mehrere Male gesagt, du lebst zurzeit in Sodom und Gomorra. Ja, ist so. Ja. Interessant ist, diese zwei Wörter, wenn wir uns anschauen, ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dieses Gomorra kommt von Goma. Das man übrigens nicht von dem mit einem G schreibt, sondern mit einer 70. Das habe ich auch schon zigfach gesagt. Das war eine Ausnahmeregelung. Ja. Und Goma heißt eigentlich Garben binden. Ein Bündel machen. Ja. Jetzt sind wir im Faschismus. Sod wiederum von Sodom.
Das ist SD, schreibt sich das 60, also die Grundradix ist 60,4. Ja. Das heißt, die raumzeitliche Öffnung, das ist zum einen, wenn du in die Wörterbücher im Althebräischen symbolisierst, im Positiven eine Schiene zum Richten eines Bruches. Mhm. Im Negativen eine Folterbank, wo du draufgespannt wirst in einem gewissen Maß dieses Bettes Prokrustes. Wo man dich streckt und in die Länge zieht, das macht man, um dich hier irgendeiner Norm anzupassen. Ja. Und das passiert mit Faschismus. Und Faschismus sind schlichtweg und einfach, ob wir das jetzt Partei nennen oder Sekte nennen, es sind einseitige Glaubenssysteme, ein Bündel von Menschen, die sich zusammenfassen in einem Glaubenssystem und sagen, alle anderen Glaubenssysteme sind verkehrt. Das symbolisiert Sodom und Gomorra. Und du lebst zurzeit um dich herum in einem selbst ausgedachten Sodom und Gomorra. Ja. Und da mache ich jetzt die Sinnflut. Und da kann man schon den Sinn, die Sünde, eine Flut von Sünden, von Geboten, die gebrochen werden. An einseitigen. Er hat die Macht. Ja. Da wird es sehr, sehr weit, wenn ich reingehe, gerade jetzt in der Tora, wenn ich dir zeige, wenn man das richtig übersetzt, was da alles drin steht. Ja. Denkst du, die Kleinigkeit, das musst du nicht wissen, das erspare ich dir. Es gibt ganz wenige, die sind mittlerweile daran interessiert. Wieder ein Beispiel von mir, du musst doch nicht wissen, wie dein Handy funktioniert, dass du damit telefonierst oder ins Internet gehst, wenn es ein Smartphone ist. Aber irgendwann kriegst du die Reife, dass dich das mehr interessiert, wie die Sachen, die du da aus dem Internet hochholst. Ja. Die Frage, wie funktioniert der Computer, ist die Frage, wie funktioniere ich selbst? Ja. Das ist die nächste Wachstumsstufe. Wie funktioniere ich eigentlich? Und da fangen wir ganz einfach an, dass du jetzt erst einmal wissen musst, wer du bist. Ja, du bist. Wer ist das verbindende Parameter für alles, was du erlebst? Du selbst. Ich glaube. Du musst dich komplett von dem raumzeitlichen Denken lösen, von dem Unbewussten. Nicht, dass du das zum Teufel hauen musst. Ich sage nicht, das muss weg und ich will was anderes. Sondern du musst es bewusst machen. Oder das ist mir bewusst, was du jetzt sagst. Das ist mir bewusst. Das wäre traurig, wenn es nicht wäre. Das wäre traurig, ja, aber ganz ehrlich. Jetzt ist bloß die Frage, jetzt frage ich dich, ob das der Helga, die das jetzt gesagt hat, ob das der bewusst sein kann. Die Helga ist doch ein Gedanke. Der Helga kann das nicht bewusst sein. Kann das Pixelmännchen, das du jetzt siehst, das sein? Nein. Kann das der sein, der vom Computer sitzt? Sind das alles ausgedachte Dinge? Habe ich dir nicht gesagt, dass alles, was existiert, was du zu sehen bekommst, was du denkst, schon wieder weg ist, wenn du den nächsten Gedanken denkst? Also vor was hast du Angst, dass sich irgendwas, was du jetzt meinst, was Sicherheit ist, auflöst? Nee. Sind so unendlich einfache Erkenntnisse, das kann nur Geist erkennen. Ja. Niemals ein Gedanke von dir. Jetzt sind aber die Gedanken von dir sind ja deine Spiegelbilder. Ich mache jetzt das in einer sehr groben Metapher. Das heißt, du musst dich lösen von diesen Spiegelbildern, ohne dich zu lösen. Du kannst dich von deinem Spiegelbild nicht lösen. Da sagst du, dann schaue ich ihm einfach nicht mehr in den Spiegel rein. Stimmt das oder stimmt das nicht? Moment, du musst die Ohrenbohrungen anhören. Ja. Du kannst nicht in den Spiegel reinschauen, sondern du bist der Spiegel. Der Kopf des Gottes, R-A-I, ist der Spiegel in der Mitte, den du gar nicht beachtest. Ja. Du hast immer einen Spiegel, der du bist, und schaust ein Spiegelbild von dem Spiegel an. Aber dazu benötigst du den Spiegel in der Mitte. Richtig. Haben wir ja das Experiment bei mir gemacht. Das ist immer wieder dieses Spiel. Ja. Das heißt, ich rede mit dem Rei von etwas, was nicht denkbar ist. Ich rede von dir selbst. Ja. Und das ist zersprungen in diese Facetten, wenn man das jetzt in der Tetraeder 1-4er-Struktur nimmt. Jetzt werde ich aber schon wieder zu technisch. Es ist nicht technisch, sondern es ist das, was ist. In diesem nicht mehr vorstellbaren Bereich. Es kann gewusst werden. Es kann gewusst werden, was Geist ist. Ja. Und wenn du dann die ganzen Experten hörst, ob das Krankheiten sind, immer auf dem Körper und dann kommt wieder das Gehirn und dann erklären dir die wieder, was das Gehirn alles macht und wo das passiert. Und ich sage dann immer wieder, verdammt nochmal, ist das Gehirn da? Ja, wenn du nicht dran denkst. Du bist auch dann da, wenn du nicht an das Gehirn denkst. Ja, das ist so. Du bist da, obwohl du nicht da bist. Ja. Das ist Rode da, ich sage nochmal, DA, eine geschlossene Schöpfung. Ohne das A als 70 gelesen, dann hast du die geschlossene Quelle, die zu einem Augenblick wird, zu einem geöffneten Augenblick wird. Das ist unsere 70 Rot und Blau. Ja, so ist es. Ja. Und das einmal akzeptieren, ist ein riesen Befreiungsschlag. Ja. Und dann wird dir klar sein, dass was vollkommen neu ist, nur dann da ist, wenn du das Alte dafür opferst. Du musst die jetzige Vorstellung von Welt, das B-Randopfer, ELD,
Du musst von Augenblick zu Augenblick musst du das opfern. Ja. Schau, ich rede von Sachen, die hundertprozentig sicher sind. Mich interessieren all die Schwätzer, die du dir ausdenkst, nicht. Mich interessiert nur einzig und allein der, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Es ist nochmal das Thema Demut. Der wirkliche Meister zeigt sich durch Demut. Wenn einer meint, jetzt sage ich, der Udo, den er sich ausdenkt, ist größenwahnsinnig. Sagt der Udo nicht immer, mich wird es ohne dich gar nicht geben? Ist so. Kann ich noch mehr verneinen? Aber dann sage ich, ich bin du. Und der ist mächtig. Ja. Der, der ich behaupte zu sein, rot geschrieben, ich behaupte nicht, dass ich der Udo bin. Der bin ich natürlich auch. Und jetzt gehst du mir ausdenkst, ja. Verstehende. Er behauptet was und im nächsten Satz widerlegt er das und sagt, es ist anders. Man meint, er ist wahnsinnig. Der weiß ja gar nicht, was er spricht. Doch, ich weiß sehr wohl, was ich spreche. Weißt es du? Ja, ich verstehe aber, was lernen, du sagst. Lernen ist so gigantisch. Es ist das schönste Geschenk der Welt, dass du lernen kannst. Aber geistreich lernen. Ja. Lernen ist doch nicht dieses Programmiertwerden, dieses geistlose Nachplappern von irgendwelchen Theorien oder Sichtweisen. Ja, das war richtig. Hat doch hier, glaube ich, der Bezi heute reingestellt, hier das Thema in der Musik. Denk an mein Orchester. Ich hab noch ein Thema in der Musik. Warte mal einen kleinen Moment. Sehr, sehr treffend. Mal schauen, ob ich es finde. Kleinen Moment, dass wir das mal uns wirklich anschauen. So, pass mal auf, Helga. Schau dir das einmal an. Ein Thema in der Musik. Griechisch eigentlich, hast du mein Bild? Ja, ich habe ich. Griechisch eigentlich das Gesetzte, das Hingestellte. Okay. Ist eine mehr oder weniger prägnante musikalische Gestaltung, die als tragender Grundgedanke eines Musikstücks auf Wiederkehr, Abwandlung und Verarbeitung im weiteren Verlauf hin angelegt ist. Dein ganzes Leben ist ein einziges Thema, ein ständig wechselndes Thema. Das stimmt, ja. Okay? Ja. Da muss man jetzt natürlich wissen, gerade jetzt die Musik hat was mit Tönen zu tun. Diese Verwandlung, dass wir zuerst einmal Zeichen in Töne verwandeln. Ja. Gegebenenfalls mit weiteren Themen konfrontiert und kombiniert werden kann. Siehst du das? Ja, ich sehe. Über die Länge, Bauweise, rhythmische Prägung und satztechnische Struktur einstimmig, mehrchorig, homophon, polyphon lassen sich keine allgemeingültige Aussagen treffen, da die Gestalt eines Themas sehr stark von den Faktoren Gattung, Form. Das hängt immer davon ab, zu welcher Gattung gehörst du. Ich könnte jetzt sagen, in welcher Moral bist du versunken. Ja. Das macht nämlich die Formen, das ist dein Schwamminhalt. Ja, so ist es. Das ist also hier, wenn du die Gattung unten siehst, Gattung bezeichnet in der Musik einen Kompositionstypus. Ich sage eine Gattung von Affen, ob das Schimpansen sind oder Orang-Utans oder das, was du Menschen nennst, das ist auch eine Gattung. Ist ein Gattungsbegriff von logischen Klassifikationssystemen auf einer mittleren Ebene angesiedelt. Ja. Das ist die mittlere Ebene. Das ist das, was ich die Nulllinie nenne. Die Nulllinie, ja. Aber es ist dort angesiedelt, das heißt, es wächst heraus und dann taucht es wieder ein. Ja. Du merkst, es ist immer dieselbe Geschichte. Ja. Es ist immer dieselbe Geschichte. Die Geschichten sind geistige Geschichten. Und das nenne ich hier in der Arithmetik, wenn wir jetzt in die Fourier-Transformation reingehen, das sind diese sogenannten Wellen mit den Oberwellen. Mhm. Das kann man durchspielen. Das ist ganz, die Welt spricht zu dir in einer metaphorischen Ebene. Das Meta bin ich schon eingegangen. Was bedeutet Meta auf Griechisch? Was bedeutet Meta auf Lateinisch? Das ist das, was man, die Sprache ist was ganz was anderes, was die besten von dir ausgedachten Linguisten deiner Welt, was weißt du von denen? Was machst du, wenn du was wissen willst? Du gehst ins Internet und schaust dir wieder Internetseiten an. Es sind Facetten von einem heiligen Ganzen. Du siehst immer nur eine winzige Facette, egal welches Wort du jetzt auf welcher Seite, in welchem Buch, in welchem Bücherregal du anschaust. Es ist eine Facette aus der Bibliothek. Und die Bibliothek ist IQB. So ist es. Oder ja, das kann ich nachvollziehen.
Das ist, und du hümpelst von einer Einseitigkeit in die nächste, bis du anfängst zu lieben. Rot geschriebene Liebe heißt, du fängst an zu synthetisieren. Du legst die Puzzlestückchen, die in dir auftauchen, wieder in dich an. So ist es. Aber das kannst du nur, wenn du nichts willst, verändern willst an den Puzzlestücken. Es geht nicht darum, irgendetwas, was in dir auftaucht, zu verändern, sondern das anstandslos wieder auszutauschen mit dem nächsten Gedanken, der in dir auftaucht, einfach wieder annehmen. Darum sage ich immer wieder, wenn jetzt in dir Trockennasenaffen auftauchen, die unterschiedliche Meinungen, Sichtweisen vertreten, mach dir all diese Sichtweisen zu eigen. Jeder hat recht. Aber sie sind zerrissen, zerr. Geburt von Berechnungen. Und sie verwechseln sich mit Gedanken. Solange du hier mit Tieren, mit geistlosen Tieren, die sich bei eigener Definition Homo sapiens nennen, die übrigens jetzt nur da sind, weil wir die denken. Ich denke, ja. Solange du meinst, dass die wichtig sind, du bist wichtig, ja, du bist wie ich, dick. Das heißt, du bist wie ich in dieser Mitte. Dick heißt nämlich in der Mitte. Ja. Du bist das immerwährende Zentrum. Und da bauen sich jetzt Schichten auf Oberwellen. Die liegen aufeinander. Das ist, jedes Teilgebiet ist wichtig. Die ganzen Fachleute, jeder hat recht, aber keiner weiß, was das Wichtige an ihm ist. Meinst du, ein Kabelstecker als Ding an sich weiß, wie wichtig er ist, dass das Auto funktioniert? Weiß er überhaupt was von einem Auto, wenn du ein Kabelsteckerbewusstsein hast? Meinst du, dass du, wenn du ein Ameisenbewusstsein hast, irgendwas von Handy weißt? Und ich habe dir schon gesagt, hier, das, was du Menschheit nennst, ist von mir aus gesehen eine Schimmelpilzkolonie. Ja, ich weiß, hast du schon gesagt, ja. Das ist unendliche Arroganz und Vermessenheit. Immer keine Schuldzuweisung. Du, Geist, musst es erkennen, dass alles, was du bisher bewundert hast, du hast Gedanken von dir bewundert. Einzige von diesen Unmenge an Gedanken, die du prinzipiell denken kannst, hebst du manche hervor, meinst du, die wären wichtig? Wie ich dick ist nur der, der sich das, ausdenkt, ja. Und dann kommt immer wieder die nächste Falle, wenn man jetzt das erahnt und bezieht es dann wieder auf sich als Brösel. Dann bläht sich die Hybris auf. Ja, das ist das Gegenteil von Demut. Also sei dir eins gewiss, der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der ja eindeutig nur ein Gedanke in dir ist, wir reden ja von dem, was hundertprozentig sicher ist. Da ist jetzt erst einmal der Pixelmännchen da. Zwei. Helga und Udo. Ja. Gut, dann haben wir einen Ausgedachten, der vor dem Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört, wo du sagst, das bin ich. Diese Verwechslung, was ist der Udo jetzt? Ist er das? Nein. Ist er Gedanke in deinem Kopf? Natürlich. Ist er Gedanke in deinem Kopf? Aber interessanterweise, der jetzt vor dem Computer sitzt, da sitzt du in den Kopf von dem, der du zu sein glaubst. Da bist du innen drin, weil du denkst ja den Schädel um dich rum, der natürlich nur existiert, wenn du an den Schädel denkst. Ich sage immer wieder, wenn du jetzt an das Zimmer denkst, Z im Meer, dann denkst du die Wand vor dir, die Wand hinter dir, aber der Witz ist in dem Moment dein Kopf noch da. Es existiert immer nur das, was du denkst. Das ist das Einzige, was ich wiederhole. Und wieso wiederhole ich das, wenn ich wieder in dir auftauche? Ich werde mal lang in dir auftauchen. Ich werde jetzt nämlich die Spreu vom Weizen trennen. Das heißt, entweder wirst du ich, dann kann ich weiter in dir auftauchen. Oder du gehst einen anderen Weg, du gehst in die Vergessenheit weiter. Wie dann deine Welt weiterläuft, musst du dich überraschen lassen. Das ist, du stehst zurzeit an einer Kreuzung. Von langer Hand vorbereitet. Wow. Du bestimmst letzten Endes, dir wird nichts passieren, das ist keine Drohung. Die Frage ist bloß, ob du wach wirst oder den Albtraum weiterträumst. Ja, verstanden. Mit deiner alten Logik. Ja. Und du musst auch keine Figuren in deinem Traum überzeugen. Ich sage, wenn du das... du der Erste bist, wachst du heraus. Plötzlich fangen die nämlich alle an zu verstehen. Darum habe ich gesagt, du wirst jetzt merken in unserem kleinen Chat, ich sage jetzt in unserem kleinen Chat, dass die Qualität der Einträge, die letzten hier und jetzt bewusst zurückgeblätterten Tage, gewaltig gestiegen ist. Ja, das ist so. Ja. Das ist offensichtlich, ist bei dir ein bisschen was passiert. Ja, das ist auch so. Ja. Offensichtlich ist bei dir was passiert. Natürlich gibt es dann immer wieder auch das nötige Ausgleichen dazu, aber jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, der hat es begriffen und der hat es nicht begriffen, weil dann hast du schon wieder nichts verstanden. Nein, den denke ich mir ja so Gedanken, aus, geht ja Gedanken nicht. Versteh nichts, du verstehst das, dieses Prinzip einmal zuerst mit die zwei. So ist es. Es ist sehr, sehr viel Freiheit, wenn dir das glaubt. Auf der anderen Seite schreien die Leute alle, die wollen was Neues, die wollen was Neues, die Medim,
sind aber nicht bereit, Veränderungen, absolut Veränderungen, was vollkommen Neues zuzulassen. Das ist immer wieder, ich wiederhole nochmal, die kindliche Neugier zeigt sich schon in der Entwicklung des menschlichen Kindes, das sind symbolische Bilder, dass das Kind erst alles im Mund nehmen will, das will sich eins machen. Und jetzt kommen diese falsche Erziehung, die sagt, nein, das ist Bebe, das ist nichts, das ist nichts. Jetzt kommt das Auseinanderreißen, jetzt kriegst du eine Individualisierung. Da ist noch das Eins machen wollen, alles im Mund nehmen, alles essen, alles sein wollen. Das ist ganz rudimentär vorhanden. Gut, jetzt kommt diese große Trennung. Dann bist du in dem Grabbelalter, du wirst alles, auf alles neugierig, was du nicht kennst. Interessant, das Kind ist auf alles neugierig, was es nicht kennt. Und mit dieser Erziehung, die parallel läuft, durch diese Selektion, was wichtig ist und was nichtig ist, kommst du in ein logisches Denkmodell. Du bist dann immer noch neugierig, aber nur noch neugierig auf das, was deine Logik dir vorschreibt, das für dich wichtig ist. Ja. Jetzt wirst du schon gesteuert von dieser anerzogenen Logik. Ja. Dass du nur deine Logik zwingt dir auf, ob du dich jetzt für Chemie interessierst oder für Computerspiele interessierst, ob du dich für Fußball interessierst, ob du dich für dieses oder jenes interessierst, ist es schon rein selektiv, es muss dir logisch erscheinen. Und damit fällt das, was wirklich wichtig ist, nämlich das, was dir unbekannt ist, komplett weg. Und mit Holofeeling sage ich, du musst wieder neugierig werden auf das, was dich bisher überhaupt nicht interessiert hat. Ich animiere dich, für das wirklich Wichtige zu interessieren, nämlich für all die Sachen, die jenseits deiner Logik, deiner logischen Zugänglichkeit liegen. Du musst dich für die unlogischen Sachen interessieren, von dir aus gesehen. Komischerweise sind es auch die Denkmodelle all derer, die du bisher bekämpft hast. Ich habe dir immer wieder gesagt, wenn du eine rechte Einstellung hast, wirst du feststellen, dass wenn ein Linker in dir auftaucht und irgendwas positiv aussorgt, wirst du das negativ empfinden. Und wenn ein Linker irgendwas negativ aussorgt, wirst du das positiv empfinden. Nein, das ist beide gleichzeitig. Es ist so ein simples System, von dem wir sagen. Ja. Also und Geist zeigt sich, dass du das demütig akzeptierst. Ja, so ist es. Ja. Und ich fasse es in einem einzigen Punkt zusammen. Jede einseitige Vorstellung von richtig, von Richtung, setzt zuerst einmal eine Kehrseite. So ist es. Jetzt nochmal dran denken. Falsch, verkehrt und fehlerhaft sind drei unterschiedliche Worte. Bei fehlerhaft fehlt was zum Heiligen Ganzen, das kann ich vervollkommnen. Da muss ich aber geistig flexibel werden. Ich muss Sachen akzeptieren, die meine Logik mir vorschreibt, zu bekämpfen oder abzulehnen. Ja. Da beginnt jetzt die wirkliche Liebe. Und ich sage, das absolute Maß aller Dinge ist, liebe deine Feinde. Dieser Satz ist der wichtigste Satz im Ganzen, in meiner ganzen christlichen Lehre überhaupt. Liebe deine Feinde. In einfachen Worten, liebe all das, was dich bisher nicht interessiert hat, was du als gefährlich, als böse, als verabscheuungswürdig angesehen hast. Das sind nämlich diese Teile, die du für deine eigene Vervollkommnung brauchst. Es ist ein rein symbolischer Akt. Ich sage immer, das heißt nicht, dass du jeden Arsch in deiner Welt als Brüssel um den Hals fallen musst. Nimm wieder das Beispiel mit den Tieren. Du kannst wirklich die kompletten, von Gott erschaffenen Tiere in deinem Traum lieben. Egal, ob das giftige sind, gefährliche sind. Es sind Geschöpfe. Ist nicht alles geschöpft? Alles. Aus dir herausgeschöpft, wenn du jetzt träumst? Ja. Und jetzt, wenn wieder einer auftaucht, so ein Blödsinn, so einfach kann man es sich nicht machen. Wischend weg, dreh dich um und lass ihn stehen und mach dir keine Gedanken, ob das deine Eltern sind, dein Bruder, deine Frau, es spielt keine Rolle, lass ihn stehen. Ja, doch so. Ich hab Gott sei Dank außer jeder. Wenn du nicht loslassen kannst und wenn dann welche wirklich neugierig sind, bemühe dich, Nele Beispiel bei dir, bemühe dich das zu erklären, aber mit dem vollen Bewusstsein im Hintergrund, dass der reine Gedanke, die Figur Nele in einem Traum, das nicht verstehen kann. Jetzt kommt aber, was du einen anderen magst. Magst du dir selbst? Weil wer meinst du, wer die Rolle der Nele spielt? Ich denke nicht. Derselbe, der jetzt die Rolle der Helga spielt. Ja, derselbe, der jetzt die Rolle von dem spielt, der jetzt vom Computer sitzt und sich das Video anschaut. Das ist mir sehr bewusst. Im Positiven wie im Negativen. Ja. Das bedeuten meine Worte. Und glaub mir, ich weiß als Einziger, ich bin der Erste, wovon ich spreche. Also ja, so ist es. Ganz genau so ist es. Das ist das, was ist. Und was du als Mensch glaubst, diese vielen kleinen Beispiele, diese Oberflächlichkeit, mir fällt in den Sinn, ich mache nochmal zigfach zitiert,
aus Holofeeling für Neugierige. Das ist ja so ein Selbstgespräch, dass dann welche wieder gibt und die sagen, der bildet sich ja ein, der ist Gott. Und dann so, jetzt müssen wir das dann mal definieren, was du bei dem Wort Gott denkst. Wenn du dir als das Wort Gott einen Schöpfer denkst, dann musst du zuerst einmal klar sein, dass du dir jetzt einen Schreiber für diese Schrift ausdenkst, den nennen wir jetzt ganz einfach mal Udo Petscher, und du meinst, dass der glaubt, er ist Gott. Kann ein Gedanke, den du dir ausdenkst, was anders glauben, wie du dir das denkst? Lass das auf dich wirken, es geht für die Person, die du dir ausdenkst. So ist es, ja. Ich sag, wenn wir den Gott als Schöpfer definieren, bist doch du der Leser, der jetzt sagt, ja, der Schreiber dieser Zahlen bildet sich ja eines Gott, bist du doch wesentlich mehr Schöpfer wie dieser ausgedachte Schreiber dieser Zahlen, den du dir jetzt zwanghaft denkst, als die Quelle für die Schrift, die in dir aufgetaucht ist. Du musst diese Sätze auf dich wirken lassen, die sind unendlich präzise und hundertprozentig sicher. Jetzt, wenn du sagst, ja, wo eine Schrift ist, muss ein Schreiber sein. Ich sage jetzt, die Schrift, da hat der Drucker, der das Papier bedruckt hat, das wir uns jetzt auch wieder als Quelle denken, wurde im Traum, wenn du im Traum plötzlich ein Fetzen Papier auftaucht oder Schrift auf einem Computer, egal was, dieses Zwanghafte zu glauben, dass ein Moment, der jetzt in dir auftaucht, wenn du träumst, dass der in der Vergangenheit durch irgendwas entstanden ist. Es ist in der Vergangenheit überhaupt nicht. Kann ich wirklich nicht mehr glauben, was du mir jetzt sagst. Wirklich nicht. Du musst es jeden Moment dir bewusst machen. Schau doch einfach, was ist. Wir reden hier nicht von Theorien, von Erklärungsmodellen. Mach dir bewusst, was ist. So ist es. Mach dir einfach, ihr Menschen, die hier außen zu leben glaubt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht sieht. Du siehst zu 99% in der zwanghaften Interpretation eines anerzogenen Intellekts. Und kämpfst und kämpfst und kämpfst ums Überleben. Das ist das große Problem, Helga. Du bist der Erste, der irgendwann einmal sagt, stopp. Ich will dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Das ist jetzt, du musst einen Gedanken opfern, den größten Gedanken, den es überhaupt gibt, nämlich den Gedanken an dich selber. Erst dann kannst du was anderes sein, als das, was du zurzeit zu sein glaubst. Zurzeit glaubst du, du bist ein sterbliches Säugetier, das sich zwanghaft versucht, möglichst lang am Leben zu halten. In Bezug auf den Körper wird dir das nicht gelingen. Dann denk doch immer an deinen Körper. Du bist nicht dieser Körper, verdammt nochmal. Du bist der Einzige, der immer ist in deinem Traum. Ich kann nur den Geist wach machen, der jetzt träumt. Alles andere ist Geblinke. Ja. Alles klar, danke. Also wie gesagt, das alles, was ich dir sage, ist keine Drohung. Ich habe gesagt, ich drohe nicht, ich warne. Also nein, das ist so. Ist, ich schmeiß dich zurück in diesen tausendjährigen Feuersee. Lies meine Johannes-Offenbarung. Zeit spielt in meinem Spiel keine Rolle. Hab verstanden. Du wirst irgendwann einmal begreifen, was es heißt, wenn man die Ewigkeit über die Runden bringen muss. Da lässt man sich sehr, sehr viel einfallen, wenn man so lange Zeit hat. Also glaub ja nicht, dass du in einem einzigen Menschenleben, in einem Buch, in meinem Bücherregal irgendwas elementar Wichtiges als Einzelteil betrachtet lernen könntest. Die sind alle wichtig, alle Einzelteile. Aber es sind lauter winzige Facetten. Ich könnte jetzt sagen, der Kabel, wie wichtig ist dieser systemrelevante Parameter Kabelstecker für das Fortbewegungsmittel Automobil? Was ist ein Auto mit seinen zigtausenden von Teilen im Vergleich zu einem Kabelstecker? Aber meinst du, jetzt symbolisch gesprochen, irgendein Eisenatom oder Kupferatom in dem Kabelstecker weiß, dass er wichtig ist für den Kabelstecker? Wir können das wieder reduzieren in dieser Vorstellungswelt der Naturwissenschaft. Ja. Was für eine Kollektion setzt du? Was ist für dich die oberste Kollektion? Dass ich immer wieder sage, wenn du in die Welt der vorgestellten Bilder kommst, bist du schon so rein fokussiert in eine winzige Kleinigkeit, dass da überhaupt Bilder draus werden. Und was ist ein Bild? B-I-L-E-T-R. Die Bilder B-I-L-E-T-E-R im Kind erweckt. Und jedes neue Bild, das sich in dir auftauchen lässt, zerstört das bestehende Bild. Das ist das Symbol mit der 200 Gramm rotigen Ede. Lass dich auf dieses Denkmodell ein und den Rest mache ich für dich. Okay. Darum sage ich immer wieder, ich brauche nur Vertrauen und da ist kein Intellekt gefordert, wenn dann immer hier jetzt bewusst ausgedacht, ja, sondern das verstehe ich nicht. Ja.
Du musst ich werden. Er ist der Verstehende. Er sieht, dass alles und jeder schon verstanden hat. Sie wissen es nur noch nicht, weil sie schlafen. Du musst nur wach werden. Und was bedeutet wach werden? Wach werden heißt, ich träume jetzt. Interessant, wieder ein Widerspruch. Sich jeden Moment bewusst zu machen, dass ich jetzt träume, mit der entsprechenden Konsequenz. Dass jeder Gedanke, der in mir auftaucht, mit dem ich reinfällt und ausgetauscht wird, von Moment zu Moment. Und diese Momente, die ich mir ausdenke, immer dran denken, Mom heißt Fehler. Die fehlen dann in mir, weil ich sie mir ausdenke, ohne dass sie in mir fehlen. Das ist wichtig, das ist die Heiligkeit. Jeden Moment muss dir das bewusst sein, dass egal, was du dir jetzt ausdenkst, zum Beispiel jetzt den Mond, weil ich das Wort Mond ausspreche, dass das ausgedacht ist, du denkst, es dir nach außen ist, aber trotzdem in dir drin. Ja. Alles, was du in eine gewisse Entfernung zu dir selbst setzt, du bist der absolute Mittelpunkt. Und jetzt wieder nochmal die Vorsilbe End weist zuerst einmal fest, dass mit der Vorsilbe End etwas vorgestellt wird, das dann wichtig ist. Ich sage immer, das nachfolgende Wort wird ins Gegenteil gekehrt. Bei der Vorsilbe End. Aber genau genommen heißt der End, du stellst dir zuerst etwas vor und dann wird das Vorgestellte dieses Wort ins Gegenteil gekehrt. Drum ist eine Entfernung, heißt, ich denke mir jetzt etwas fern von mir. Das ist die Vorstellung und entferne das dann, dieses Entfernte wieder, weil ich weiß, es ist ja nur in mir drin. Ja. Wenn das noch nicht gecheckt ist, mache ich ja mal, wenn ich etwas entspanne, muss ich jetzt erst einmal etwas spannen, um das entspannen zu können. Aber was du jetzt merken solltest, ist, dass wir schon wieder Zeit haben. Ich spanne es zuerst und dann entspanne ich das. So, ja. Entspannung ist das hier und Spannung ist das hier. Gleichzeitig. Und ist eigentlich immer nichts. Das Prinzip erkläre ich dir mit Holofilm. Ja. Das macht die Heiligkeit aus. Ja. Das ist nicht schwer. Nee. Es ist bloß das große Problem ist, dass hier die Logik in dir so übermächtig ist, das Ego, diese Rechthaberei. Ist hochinteressant, dass hier eigentlich, jetzt denke ich mir ein paar aus, die den Udo auf der anderen Seite absahen und auf der anderen Seite trotzdem auffächern mit einem System, was sie von mir wissen, das gar nicht existieren würde in den Kopf, wenn ich es ihnen nicht erklärt hätte. Ja. Ich erwarte nicht einmal Dankbarkeit von euch, sondern bloß, dass du das hältst, weil das ist ein Selbstrettungsversuch von Facetten von mir selber. Aber es ist wie mit den Samenfädchen. Macht sich ein Trockennasenaffenmännchen Gedanken über seine Samenfädchen, dass es ausstößt? Wo ich immer gesagt habe, weißt du, jetzt wieder normal raumzeitlich gesprochen, dass es hunderte von Milliarden an möglichen Menschenleben du vernichtet hast, beim Wichsen. Aber wir wissen ja, es geht alles in Klo runter. Klo ist sein alles. Es kommt aus dem Klo und geht wieder in den Klo zurück. Ja. Das muss man einmal begreifen. Einfach dieses Spiel. Ja. Und das Erste, was du dann feststellen wirst, normalerweise in der Freude, wenn man es gecheckt hat, dass seine Mitmenschen mitteilen, auf der Bröselebene, es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Das ist eigentlich. Breit ist der Weg der Masse. Ja, ja, das ist eigentlich der Punkt. Der das ist übrigens breit, ist B-Rei im Spiegel. Im Spiegel. Du meinst, sagen, sind Spiegelungen. Ja. In diesen ersten Spiegel. Ja. Und Spiegelungen sind einfach Illusionen, Nichts, absolute Nichts. Ja. Mit einer maßlosen Selbstüberschätzung. Und warum? Weil du dich selber maßlos selbst überschätzt hast. So. Wenn du dann sagst, ah, dein Ego sagt jetzt, ich habe mich doch nicht selbst überschätzt, ich bin doch bloß niemand. Ich sage, ich würde mir wünschen, dass du das wirklich so siehst. Du bist wichtig, wie ich dick, wie ich im Mittelpunkt. Sonst würde ich mit dir nicht reden. Aber mit du meine ich nicht irgendeinen Gedanken von dir. Und wenn sich jetzt das wieder wiederholt hat, dann ist es ganz schlichtweg und einfach, dann beobachte dich doch einfach mal als ich. Beobachte, wär doch einfach mal ich und beobachte dich so, wie ich dich ständig beobachte, wenn du ich bist. Und dann wirst du schon, jetzt steht sie wieder vollkommen neben sich. Oder jetzt steht er schon wieder vollkommen neben sich. Ist fasziniert von irgendeinem Video und versumpft wieder voll in unbewusst ausgedachte Dinge. Das ist das Einzige, worum es geht. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Danke dir. Endzeit. Ja.
Hab schon begriffen. Ist so. Ja, tschüss. Danke.